Hallo und willkommen zu einem neuen Update aus meinem Garten. Ja, dieses Update ist ein Zusammenschnitt von circa eine Woche bis anderthalb Wochen. Und zwar habe ich gedreht, nachdem Josie bei mir war und teilweise auch während meine Schwester bei mir war. Genau. Ihr erinnert euch, der Wohnwagen von René, also der beigebraune, der direkt an meinem Wohnwagen grenzt, der war ja immer sehr schmutzig. Vor allem oben, das oberste lange Stück bis hinten hin, sah so richtig aus. Das ist zwar nur natürlicher Schmutz aus der Natur, ja, Staub und was halt so runterfällt von den Bäumen, aber es sah halt völlig anders aus. Mich hat das immer gestört. Und deswegen habe ich mich da ran gemacht. Das seht ihr nachher gleich. Und Josie war ja mit mir, als sie da war, wieder beim ZG hier im Ort. Und da hat sie mir zwei Sachen gekauft. Also an einem habe ich mich auch noch beteiligt. Ja, das zeige ich euch auch noch nachher. Und was mir meine Schwester Tolles mitgebracht hat, für hier draußen, seht ihr auch noch. Und so einiges mehr. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, Film ab. Sieht der Wohnwagen jetzt noch aus? Vor allem oben ist er sehr schmutzig. Boah. Ja, und das sehe ich halt immer, wenn ich aus dem Wohnwagen rausschaue oder einfach im Garten bin und dahin schaue. Ja, ist kein schöner Anblick. Das ist die Schnur, die mir Josie gekauft hat. Die ist ein bisschen dicker. Bisher habe ich nämlich nur diese, jetzt, oder? Bisschen unscharf. Diese hauchdünne Schnur hier auf dieser Seite. Ja, und davon bekomme ich so schwierig immer die Knoten wieder auf, wenn ich das nachziehe oder nachziehen möchte. Ja, jetzt ist es nämlich schon wieder total locker. Das könnt ihr mal sehen. Normalerweise müsste es so sein, ja, und so hängt dann nämlich die Schnur durch. Ja, deshalb probiere ich das jetzt mal mit der dickeren Schnur. Des Weiteren möchte ich das Sonnensegel noch von dieser Seite hier, also ein Loch reinmachen. Hier ist es ja verstärkt, so dass ich das hier noch ziehen kann. Seht ihr, jetzt hängt das nämlich noch total durch. Und so müsste es dann ein bisschen straffer werden. Ja, und das möchte ich dann irgendwo hier an diesem Wohnwagen festmachen. Mal schauen. Und auch hier oben rechts ist es einfach nicht richtig fest. Und deswegen möchte ich hier dann noch ein Loch reinmachen. Und das hier ganz festziehen und dann hinterm Wohnwagen, so wie das Max auch gemacht hat. Ich nehme euch mal mit. Hier stehen noch die Paletten, die wir geholt haben, Josie und ich. Ja, hier hinterm Wohnwagen dann eine Schnur, die dann bis hier runter geht und die dann da unten irgendwie an der Achse befestigen. So hat das Max hier auch gemacht. Ja, könnt ihr sehen. Der hat das dann da unten befestigt. Und dann hält das nämlich auch. Genau. Zuerst habe ich jetzt auch das meiste meiner Wäsche aufgehängt.
Alles ging nicht, da ich nicht genug Wäscheklammern habe, aber ist nicht schlimm. Es trocknet ja gut, es ist windig und sonnig. Sobald was trocken ist, kann ich es abhängen und das nächste dann aufhängen. Und für mein kleines Wäscheräckchen, ich nenne die immer Wäscheräckchen, habe ich mir jetzt diesen Platz hier überlegt. Hier ist ja auch so ein Draht dran. Ja, dann habe ich das jetzt reingefriemelt. Weil wenn die Sonne rauskommt, dann scheint sie genau hier hin, so wie jetzt. Und dann kann das hier wunderbar trocknen. Naja, das ist schon echt praktisch, dieses kleine Wäscheräckchen. Kann man überall, also nicht überall, aber an vielen Stellen nutzen. Weil hier in diesem Wohnwagen ja niemand wohnt, stört es ja auch niemanden. Ich bringe jetzt diese sehr verwitterten, unansehnlichen Bretter wieder zurück. In Renés Grundstück nebenan und diese hier wahrscheinlich auch. Mit denen hatte ich vor, die hier so quer zu legen, damit da nicht mehr diese großen Rillen sind. Damit ich auch mit meinen anderen Stühlen, die ja Füße haben, auch mal hier sitzen kann und eventuell den Tisch auch dazu stellen kann. Aber da ich ja jetzt mehr Holzpaletten habe und wahrscheinlich bald noch welche dazu bekommen, habe ich mir das anders überlegt. Und diese sehr verranzte Holzpalette bringe ich auch wieder zurück. Genau, ich habe ja jetzt schöne. Da muss sie hier nicht mehr stehen. Jetzt habe ich auch endlich einen wunderschönen neuen Besen für hier draußen. Den haben Nora und ich mehr oder weniger zusammen gekauft, also ich habe ihr was dazugegeben. Der hat 8,99 Euro beim ZG hier im Ort gekostet. Und ich habe mich für diesen entschieden, weil der hier noch dieses Plastik hat, diese Verstärkung, dann hält das vielleicht hier besser. Es hätte noch einen günstigeren gegeben, der hatte das aber nicht. Der war auch hier nicht so geflochten. Und ich habe mir gedacht, wenn schon, dann gleich einen guten. Ich hatte auch schon die Tage mal hier die kleine Mini-Terrasse damit gefegt. Ey, die sah fast aus wie geleckt, so sauber war die bisher noch nie. Es macht voll Spaß, mit diesem Besen zu fegen. Ich habe die Schnur jetzt doppelt genommen, damit sie ein bisschen dicker ist. Einmal da festgeknotet und dann nochmal am Baum. So habe ich das noch hier auch noch mal ein bisschen mehr gezogen, damit es straffer ist. So, ich habe mir jetzt vorhin diese Leiter von vorne geholt. Da stehen drei Leitern. Das ist die kleinste und leichteste. Jo. Und dann werde ich mich jetzt mal eine halbe Stunde an den schmutzigen Wohnwagen ranmachen. Und ich werde es erstmal nur mit Wasser probieren. Ob ich das mit Wasser wegbekomme? Ich hoffe es. Schauen wir mal. Ja, es geht nur mit Wasser. Ich habe jetzt erstmal das mit einem Schwamm gemacht. Aber das saubere Wasser wird halt sofort schmutzig. Und ich habe noch eine Bürste, die hatte mir Josie mitgebracht. Ich mache mal jetzt mit der Bürste weiter, weil mit dem Schwamm ist doch ein bisschen zu anstrengend. Ach, sieht schon viel schöner aus. Ich gehe dann am Ende nochmal mit dem Lappen drüber, mit ganz frischem Wasser. Ja, nice. Ja, mit der Bürste ist es deutlich effektiver, geht schneller und ist einfacher. Weil da sind ja so kleine Wellen. Und die kriege ich dann richtig sauber, mit dem Schwamm nämlich nicht. Ja, nur es ist ein enormer Wasserverbrauch. Und mein Kanister ist jetzt leer. Gut, der war nicht voll. Müsste ich erstmal nochmal gleich Wasser holen, frisches. Jo, aber es schadet nicht der Umwelt, wenn ich das dann hier wegschütte oder wenn es hier runterläuft. Das finde ich richtig gut. Ich habe jetzt den 10-Liter-Kanister fast komplett aufgefüllt. Und den kleinen Butzelkanister. Den hat mir Josie auch letztes Mal im ZG hier gekauft. Ich wollte mir eigentlich selber da einkaufen. Die hätten auch 5 Liter gehabt. Ja, aber 3 Liter finde ich auch praktisch. Und da habe ich jetzt direkt heißes Wasser reingemacht, dass ich das mit heißem Wasser weiter reinigen kann. Dann ist es vielleicht noch effektiver. Ja, der ist voll praktisch. Also für im Wohnwagen.
weil das für mich immer so anstrengend ist, wenn ich die dann dauernd hoch schleppen muss, um mir irgendwo Wasser einzufüllen. Da ist das mit dem Kleinen deutlich praktischer. Ich zeige euch jetzt nochmal den Unterschied, obwohl die linke Seite jetzt noch nicht fertig ist. Ja, die ist ja immer noch etwas schmutzig. Wie gesagt, das mache ich am Schluss dann nochmal mit dem Lappen wahrscheinlich. Also vorher, nachher. Ist echt ein Unterschied, ne? Ach, wie schön, freue ich mich. So, das meiste habe ich geschafft. Nur noch das Stück da hinten. Yeah! Aber eben danach dann nochmal mit dem Lappen drüber. Ach, schön. Ja. Und einen anderen Tag mache ich dann weiter unten weiter. Weil das oberste war mir jetzt der stärkste Dorn im Auge. So, jetzt muss ich aber dahin, also um den Wohnwagen rum. Erstmal die Leiter mitnehmen. Schaut mal, meine Johannisbeeren. Die sind jetzt richtig reif. Ich habe auch schon ein paar geknabbert. Ach, so ein schöner Tag. Wunderbar Sonne. Danach möchte ich schon ein bisschen raus ins Grüne. So, die Leiter steht. Ich habe jetzt auch keinen Unterschied bemerkt. Egal, ob ich es mit heißem oder kaltem Wasser mache, geht mit beiden gleich gut. Ich muss sehen, ob ich mich hier rein zwängen kann. Soweit. Direkt das Glas der Lampe ab. Ich habe es nur berührt, ist direkt abgefallen. Oh Mann. Egal. Ja, die Bürste ist echt super dafür. Perfekt. Kriege ich schön den Schmutz aus den kleinen Rillen da, aus den Vertiefungen raus. Ja. Ich denke, das wird jetzt auch dann erstmal eine ganze Weile halten. Vielleicht sogar so lange, bis ich den Campingplatz wieder verlasse. Wer weiß. Wir werden es sehen, ne? Mein Arm, ey. Ach, mal Muskelkater davon. Garantiert. Aber egal. Mache ich ja nicht jeden Tag. So, dann mache ich den Rest mal ohne euch. So, das Oberteil dieses Wohnwagens erstrahlt in neuem Glanz. Es sieht fast aus wie neu, ne? Der Rest ist nicht mehr ganz so schmutzig, wie es eben oben war. Das war mir der größte Dorn im Auge. Ja, freue ich mich total. Ganz ohne Chemie. Jetzt bringe ich gleich die Leiter wieder zurück. Und nehme den
kleinen 3-Liter-Kanister mit. Und dann kann ich den gerade wieder auffüllen, weil der ist ja nicht schwer, selbst wenn er voll ist. Ja, das mache ich meistens so, dass wenn ich jetzt nach vorne gehe, dass ich den dann immer mitnehme zum Auffüllen. Die Wäsche habe ich jetzt auch abgehängt, die war jetzt trocken, die von heute Vormittag. So kann ich jetzt noch die restliche aufhängen. Ja. Und danach ab ins Grüne. Sonne tanken.